So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Tanneberg vom Rough Rider. Rough, rough. So, jetzt wollen wir mal die neue Mulde hier ein bisschen befüllen, oder? Damit wir hier mal ein bisschen Geld verdienen, denn so langsam wird das aber mal sicher Zeit hier. So, und Thomas hat gerade in dem Moment einen vollen Korntank. Na, wie das wohl? Nee, nee. Thomas, da hast du dir aber was ausgesucht. Ich muss doch hier jetzt hier schaufeln. Naja, wir gucken gleich mal zum Thomas, werden wir den abtanken, denn wie gesagt, die hohe Nachfrage ist immer noch da für Raps. Das heißt, da müssen wir uns ein bisschen beeilen. Aber ich möchte auch hier erstmal ganz gerne ein bisschen was weggeschaufelt kriegen, weil die Produktion stand, ne? Bei 100.000 ist hier nämlich Stopp bei dem Kompostmaster. Naja, das reicht ja auch voll und ganz. 100.000 musst du auch erstmal wegschaufeln hier, ne? Aber deswegen sind wir ja jetzt da. Deswegen schaufeln wir jetzt. So, und jetzt läuft immerhin schon mal die Produktion wieder, ne? Guck, da hinten die Ballen habe ich auch soweit eingestapelt. Und ja, das ist der aktuelle Stand hier zum Kompostmaster, ne? So, und ich hoffe nur, dass der Case sich nicht die Buchse hier randvoll macht, wenn er den Kipper ziehen soll. Da bin ich auch noch gespannt. Hoffentlich funktioniert das. Wenn nicht, müssen wir zum Shop, dann müssen wir den Axion mieten und dann müssen wir hier einmal Tabula Rasa machen und dann können wir den Axion wieder zurückgeben, ne? Wenn das nicht klappt. Ich hoffe aber, dass er das hinkriegt, weil das ist eigentlich so unser Zugpferd hier im Stall, ne? Deswegen, ja, hoffe ich einfach. Weil diese Sachen hier sind jetzt alle gekauft, ne? Hier ist nichts gemietet mehr. Dafür sind wir aber auch richtig, dafür stehen wir aber auch richtig in der Kreide bei der Bank, ne? Ich muss gleich auch sowieso noch zurückzahlen, die 75.000. Dass wir uns da noch ein bisschen die Zinsen sparen, denn. So, wie viel haben wir? 90%, okay. Eine Schaufel noch. Und dann würde ich sagen, düsen wir mal los. Ne, erstmal müssen wir, ja genau, erstmal tanken wir Thomas ab. Guck mal, 60.000 schon nur noch, ne? Also das geht recht flott jetzt hier mit dem Radlader, Gott sei Dank. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Hat zwar auch eine Menge Geld gekostet, aber du musst halt auch investieren, ne, um Profit schlagen zu können. So, die Mulde ist voll. Die Mulde ist voll. Die Mulde ist voll. Gut, dann lassen wir den jetzt hier erstmal stehen. Oh, nicht ganz so schnell, wenn es geht. So, und dann gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen was verkauft kriegen. So, Kompost. Immer noch Getreide, ne? Gartencenter hier, Dingens. Ja, Gartencenter. Gut. Also anfahren klappt noch. Oh Mann, was ist denn? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass da kein Zug kommt. Oh Gott sei Dank. So, dann düsen wir jetzt Richtung Hof und von da aus kommen wir ja zum Gartencenter. Und wenn wir am Hof sind, dann müssen wir mal den Thomas abtanken. Dann sollte das nämlich auch funktionieren, ne? Weil das Rapsfeld ist dann sowieso eigentlich abgedroschen. Also viel kann der da nicht mehr haben. Dann sind wir nämlich den Raps auch gut losgeworden. So, hier ist frei, hier auch. Okay. Oh, haua, haua, du. Was? Mach mal lieber die Tüdellampen an hier. Aber es geht eigentlich, ne? Also, natürlich muss er sich quälen. Der hat ja ordentlich Gewicht hinten dran. Stellt sich aber soweit ganz gut an. Ja. Das ist gut. Naja, Gott sei Dank, dann klappt wenigstens das, ne? Ich meine, das Auspuffrohr bläst sich jetzt natürlich frei wie sonst was. Aber immerhin kriegt er das weggezogen, ne? Hoffentlich bleiben wir nicht hier im Verkehr stecken. Da unten, die Kurve ist ganz kreuzgefährlich. Da unten im Dorf, ne? So, jetzt geht's hier ein bisschen bergab.
Aber wird auch ganz schön schnell. Ich werde mal einen Anker reinhauen. So, jetzt bin ich gespannt. Hoffentlich kommt da nichts. Nee, Gott sei Dank. Den roten, den schaffen wir. Ja, genau. Fahren wir ruhig in den Hänger rein. Ist halb so wild. So, guck, da oben steht der Thomas. So, jetzt müssen wir aber erstmal Schwung holen hier. Nicht, dass ihm die Puste ausgeht. Komm, komm. Gib alles. Nee, das macht er schon gut hier. Das macht er schon gut. So, einmal abbiegen. Ja, hier ist Raffi übrigens auch dran, ne, an dem Lager, dass das nicht mehr durch die Wände durchfliegt. Saatgut und Dünger. Finde ich schon mal gut, ne? Also, es geht vorwärts, ne? Nur wann die V2 kommt, das weiß noch keiner, das weiß Raffi nicht mal selber. Aber von der Tanneberg hier wird es eine V2 geben. Mit diversen Änderungen, Verbesserungen, wie man das nennen möchte. Verbesserungen würde ich so jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, weil die Karte doch schon ziemlich genial ist, ne? Für eine V1. Und nennen wir es mal Änderungen. Es wird dann ein paar Änderungen geben. So, dann können wir in der Zeit jetzt mal eben den Kredit zurückzahlen. So. Okay, dann haben wir noch... Gut, 100.000 hätten wir jetzt dann zur Not noch in petto. Sollen wir mit runterfahren? Ach komm, wir fahren mit runter. Oh. Das war eine hohe Abfrage, du. So, jetzt. Genau, dann fahren wir hier eben schnell noch mit runter. Dann ist das nämlich auch fertig. Dann können wir auch den Thomas wieder raushauen. Dann kann der erstmal wieder Feierabend machen. Ne? Sparen wir uns das Geld auch wieder. Denn wenn der blockiert ist oder was, ne, und der Helfer ist aktiviert, zahlt ihr ja weiter. Ne? Also der ist ja quasi nicht im Feierabend. Der ist ja tatsächlich auf dem Drescher. Und solange wie der da sitzt, wird der bezahlt von euch. Ne? Das darf man nicht vergessen. So, das Feld da unten gehört uns leider nicht. Auch wenn da Raps drauf ist, das gehört uns leider nicht. Da dürfen wir nicht beigehen. Sonst schied aber auch. Ne, dann können wir nämlich hier gleich schön ordentlich großflächig losdüngen. Oh, ich glaube, ich bin nicht mehr. Oder doch, jetzt. Und dann können wir das ganze Feld hier wieder neu bestellen. Ne? So, sehr schön. So, Thomas ist fertig. Ist er schon raus aus dem Drescher? Muss mal gucken. Ja. Ja, okay. Dann können wir das so, wie es ist, erstmal hier stehen lassen. Den Motor machen wir noch eben aus. Und da kümmern wir uns dann gleich drum. So, erstmal Klappe wieder zu hier. Und dann düsen wir mal schnell los zum Gartencenter. Dass wir den Kompost hier wegkriegen. Aber eigentlich ein recht schönes Gespann, ne? Der Käse könnte ein bisschen größer sein davor. Also quasi wegen einem Zaunfall. Aber ansonsten ist das schon ein recht schönes Gespann, ne? Ordentlich Kompost hinten aufgeladen, du. Da geht was. Boah, ich krieg die Bude kaum gebremst. Stand gerade voll auf der Bremse. So, 383 Euro haben wir noch. Naja, immerhin. Naja, wir gucken mal, was jetzt dabei rumkommt hier. Und nach wie vor bin ich der Meinung, ne, der Kompostverkauf lohnt sich. Ne? Auch wenn wir dafür Sprit kaufen müssen. Was natürlich noch geil wäre, wäre dann so eine Spritproduktion. Ne? Dass wir da Raps hinkarren, dass wir dann quasi, sage ich mal, den Raps in Anführungsstrichen dann umsonst haben. Halt für Raps dann und sowas. Ne? Und dass wir dann unseren eigenen Treibstoff zum Komposter hindüsen können. Aber wie gesagt, in der V2 soll einiges kommen. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt.
Genau, kipp mal schön ab hier. Ne, guck mal, was das Geld bringt. Richtig gut, richtig gut. So, 30.000. Vielen, vielen Dank. So, die Klappe, das dauert immer ein bisschen, bis die wieder zugeht. Können wir mal gucken, wie lange. So, jetzt. Man muss, glaube ich, aus dem Trigger raus sein, ne? Gut, wunderbar. 30.000 wieder verdient. So soll es sein, ne? So, dann fahren wir jetzt eben an Hof. Und räumen das ganze Drescherwerkzeug da mal weg. Damit wir den Raps noch schnell losbringen, solange die hohe Nachfrage noch da ist. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ne, ich kann euch die Karte nur empfehlen, wenn ihr was Kleines, aber Feines sucht. So für euch im Singleplayer oder was, ne? Das macht wirklich Spaß hier. So. Dann einmal den Raps verkaufen. Und dann kann der Thomas eigentlich auch auf Feld Nummer, was ist das, 1, ne? Auf Feld 1 ist auch schon alles fertig. Kann er gleich umsatteln. Genau, Feld Nummer 1 ist nämlich auch fertig. Und aber auch Feld Nummer 11. Und Feld Nummer 11, wie gesagt, das werden wir einmal abernten. Und danach werden wir aus dem Feld, oder wie soll man das nennen? Da werden wir dann eine Wiese draus machen, ne? Weil das hat keinen Taug da hinten. Oh, da war ein Schlagloch drin eben. So, mit dem Baum da hinten müssen wir uns auch noch was einfallen lassen. Ich krieg den aber bestimmt nicht ab hier, den habe ich... Ne, eine Kettensäge habe ich auch gar nicht. Aber ich krieg den, glaube ich, nicht ab, wenn ich nicht den Baum gefällt habe, ne? Irgendwas war da, glaube ich. Kettensägen, wir probieren das mal. Oh nein, er hat eine Kettensäge gekauft. Nee. Kriege ich so leider nicht weg. Dazu müsste ich ihn fällen. Nee, das wird nichts. Schade. Ich möchte den Ast gerne abhaben, weil das hier ist nicht so schön. Ich habe aber auch eigentlich keinen Bock, den ganzen Baum abzureißen. Dann geht das nämlich wieder los. Oder ihr schreibt mir das in die Kommentare. Das wäre auch noch eine Idee. Schreibt mir in die Kommentare, sollen wir den Baum wegreißen oder sagt ihr, nee, nu lass man. Das dürft ihr mir jetzt gerne mal reinschreiben. Ich bin gespannt. Ich kann mir aber denken, na, ich weiß nicht. Ihr entscheidet. Baum weg, ja oder nein. So, dann haben wir nämlich den Raps auch schön verkauft. Wunderbar, haben wir die Ernte, die Nachfrage ordentlich ausgenutzt. So soll es sein, ne? Können wir nochmal eben gucken. Soweit. So, einmal rüber. 729. Müssen wir uns mal merken. Dann gucken wir mal, wie das nach der Nachfrage ist, der Preis. 729. Ob ich mir das jemals merken kann, ich habe keine Ahnung. Vor allem, wenn ich mir jetzt hier... Ich habe hier so eine Schreibtischunterlage, ne? Da könnte ich mir jetzt beispielsweise aufschreiben, 729. So. Dann weiß ich auf jeden Fall, es war 729. Das Problem ist nur, weiß ich morgen auch noch, wofür was die 729 steht? Ich denke, nein. So, dann können wir den hier erstmal stehen lassen. Okay. So, dann brauchen wir einmal... Oh, müssen wir einmal durch, ne? Ne, hier ist er. Brauchen wir den Kollegen einmal. So, wollen wir mal nicht ganz so schnell fahren. Guck mal, ne? Wie das Ding am Schaukeln ist. Das ist so genial. Wie gesagt, wer das letzte Video nicht gesehen hat, den gibt's auf dem Mod-Hoster, ne? Guck mal, ne? Da unten die Achse und alles. So ein schönes Ding. Wahnsinn. So, machen wir ein bisschen schneller hier. Wir müssen ankommen. So, den Kurs haben wir und Abfahrt.
Ping, Pong, Dong. So, Strohablage. Kommen wir da vorbei, ja, wa? Ja, sicher das. Schönes Dreschen. Vor allem auch so eine schöne, ruhige Kabine, so, ne? Also, die Sounds sind auch echt genial gelungen hier in dem Ding. Und alleine Kennzeichen, ne? Ein Kennzeichen, weiß ich nicht, das ist für mich einfach irgendwie Pflicht, ne? Das gehört an jedes Ding dran. Die Dinger sind nun mal zugelassen und das sind so, ja, wie soll ich sagen, kleine, aber feine Details, die das Ganze halt ausmachen, ne? Und ein Kennzeichen, meiner Meinung nach, absolute Pflicht, ne? So, dennoch sind wir für diese Folge wieder am Ende. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was wir mit dem Baum da machen sollen, ne, an dem Weg da. Wie gesagt, gerne reinschreiben. Ansonsten bedanke ich mich recht, recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Gerne einen Daumen da lassen, würde mich wirklich drüber freuen. Und ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.